Ja, moin, mein Name ist Alvo und heute gibt es mal wieder eine Langzeit-Review, das heißt Ausrüstung, die ich schon eine längere Zeit jetzt im Test habe. Und heute geht es dann um die Prabos Vagabund Enkelschuhe. Na, Enkel meint Knöchel. Und wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja, die Prabos Schuhe, bei mir viel im Einsatz. Ich habe vor einem Jahr diese Schuhe bekommen zum Testen, habe damals auch ein kleines Spezifikationen-Video für euch gedreht. Das kann man vielleicht auf dem Kanal finden, falls du da nochmal Lust hast, reinzuschauen. Heute möchte ich dann die Langzeiterfahrung mit euch teilen, was diesen Schuh angeht. Vorher obligatorisch weg, alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach mal reinklicken. Wir gehen auch für das Langzeittestvideo einmal ganz kurz die Spezifikation durch. Das heißt, wir haben Nubukleder, wir haben unten eine rutschfeste Vibram-Sohle. Wir haben noch dazu Gummiumrandung, also Stoßschutz nennt man das bei Wanderschuhen, bei Outdoor-Schuhen, bei Arbeitsschuhen allgemein. Und wir haben innen drin keine Gore-Tex-Membran oder sonstige Membran, sondern das ist sozusagen einfach nur ein Lederschuh mit hier oben natürlich einer kleinen Polsterung, damit es nicht schabt an der Haut. Der Schuh befindet sich im Preisbereich bei ungefähr 150 Euro, 160 Euro und gibt es in aller verschiedensten Varianten. Das heißt in schwarz, in hoch, niedrig, in fester etc. Und eine Besonderheit bei diesem Schuh ist es, dass hier drin eine 5 mm Kevlar-Schicht ist in der Sohle. Die ist natürlich zur Trittsicherheit gedacht und die habe ich auch schon mal ein bisschen ausgetestet. Der ganze Schuh wiegt ein einzelner knapp 600 Gramm. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf eure Schuhgröße an. Ne? Da gibt es keine universale Größe. Und vorne ist dann nochmal so ein richtig schöner, steifer Schutz. Aber keine Stahlkappe, zumindest in dieser Variante des Schuhs. So. Das waren die ganzen Spezifikationen, die erstmal wichtig sind im Schnelldurchlauf. Und jetzt schauen wir uns den einzelnen Schuh an, wie er sich in der Langzeiterfahrung gemacht hat. Wir fangen einfach mal unten an mit der Sohle. Wir haben hier eine Vibram-Sohle. Vibram vom Namen her ist mittlerweile relativ bekannt. Die Sohlen sind zuverlässig, rutschfest und können auch gut den Dreck ableiten. Das heißt, da bleibt nicht so viel kleben wie bei anderen Schuhprofilen. Ne? Wir sehen, das hier ist leicht abgerundet, sodass es nach außen führt. Es bleibt immer ein bisschen Dreck in den Ritzen und so weiter kleben, aber der Schuh, die Sohle klebt sozusagen nie voll, was natürlich dann auch dazu führt, dass sie insgesamt rutschfester ist, wenn das Profil erhalten bleibt. In der Sohle selber haben wir eine 5 mm Kevlar-Schicht eingebaut. Das habe ich ausprobiert, indem ich auf einen Nagel getreten bin. Mehrere Male. In einem Brett steckend. Und der ist nie durchgekommen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Meine Füße waren geschützt. Ein Jahr lang habe ich den Schuh jetzt überall rumgetragen im Alltag. Auf kleinen Wandertouren, Asphalt, was es nicht alles gibt, Geröll. Und das ist nie ein Problem. Da ist nie irgendwas kaputt gegangen, durchgekommen oder sonst irgendwas in der Richtung. Von der Seite aus kann ich mich also überhaupt nicht beschweren. Der äußere Trittschutz hier, ne, der natürlich nochmal selber als Gummi wasserdicht ist, ist überhaupt kein Thema. Ist auch noch relativ unbeschadet. Ich gehe mal mit euch in die Nahansicht. Wir haben hier ein bisschen Staub vorne drauf. So, machen wir mal weg. Wie hier vorne zu sehen, ist alles noch relativ intakt. Gibt keine großen Druckstellen oder keine Ablösepunkte. Vor allen Dingen auch nicht, dass sich der Kleber ablöst oder sonst irgendwas in der Richtung. Das hat man ja gerne mal. Vor allen Dingen hinten, dass sich da das Fußbett sozusagen vom Leder ablöst. Aber da ist auch nichts zu finden bis jetzt. Ob das in 10 Jahren auch noch so ist, das weiß ich natürlich nicht. Das Nubukleder habe ich immer gut gepflegt. Das sollte man sowieso machen, wenn man mal längere Zeit wandern war etc. oder ein paar Mal öfter. Dann schön mit warmem Wasser abbürsten. Ne? Kannst du zum Beispiel das Schuhputzset von der Bundeswehr dir einfach gebraucht holen. Da ist alles drin, was du brauchst. Putz das ab ordentlich mit warmem Wasser und machst dann Schuhcreme drauf und dann reicht das meistens schon. Kannst natürlich auch nochmal richtig speziell wasserabweisende Spray benutzen, um den Schuh zu imprägnieren, wenn du möchtest. Das Leder an sich ist natürlich überall jetzt, hier kann man das glaube ich schön sehen, na, da konnte man es auch sehen. Das hat sich natürlich mit der Zeit an meinen Fuß angepasst. Das heißt, genau da, wo immer mal Druckstellen sind, passt sich Leder ja mit der Zeit an. Das ist aber ganz normal. Das passiert bei allen Arten von Schuhen und Leder. Und das ist ja auch mit eins der fantastischen Sachen an Leder. Das heißt, wenn man den Schuh gut pflegt, ist er auch wasserdicht. Wie gesagt, da ist nämlich keine Membran vorinstalliert.
Das bedeutet, dass er nicht von selbst aus wasserdicht ist, sondern dass man ihn ein bisschen behandeln muss, damit er dann das Wasser abweist, wenn man damit wandern geht. Das Ganze wird gemacht, weil im Sommer der Schuh sonst manchmal eine richtige kleine Sauna werden kann. Und mit dem Schuh ist das deutlich angenehmer, habe ich gemerkt, weil eben diese dicke Membran nicht da ist. Natürlich soll eine Membran auch atmungsaktiv sein, aber das kann sie nur begrenzt. Sie kann natürlich nicht alles Wasser sozusagen rauslassen, was sie auch abhalten möchte. Das funktioniert bis zum gewissen Maße. Das funktioniert auch heutzutage immer besser als früher, aber nicht so gut, wie wenn man keine Membran da hat. Das heißt, man entscheidet sich so ein bisschen selber, ob der Schuh sehr wasserdicht sein soll oder nicht und macht das dann ein bisschen selber mit Schuhcreme etc. Das funktioniert wunderbar und erklärt natürlich auch den Preis, der ein bisschen niedriger ist. Ne? Und die ganzen Nähte hier zum Beispiel, die halten auch noch super. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Alles in Ordnung. Übrigens Achtung, ne? Wenn ihr einen Wanderschuh anhabt, dann ist hier oftmals, ne, an dieser Lasche, kann dort Wasser eintreten. Dort müsst ihr besonders gut behandeln, auch bei Gore-Tex-Schuhen übrigens, weil genau dort wird dann oftmals auf die Membran verzichtet, habe ich gemerkt, bei Wanderschuhen. Kleiner Pro-Tipp. Ansonsten, die Mechaniken sind gar kein Thema. Hier ist alles vernünftig aufgenäht. Auch hier hinten die Schlaufe, womit man leichter in den Schuh reinkommt. Das ganze Futter hier oben, mit dem man entspannt, nicht sich alles abreibt. Ne? Also wenn man jetzt sehr harte Schuhe hat und man schwitzt viel beim Wandern, dann hat man ja ständig Reibungsfläche und das tritt hier nicht auf. Ich hatte im ursprünglichen Video auch mal angemerkt, dass ich vielleicht gar nicht so toll finde, die Einlegesohle. Da habe ich gemerkt, das ist kein Problem. Also die funktioniert gut. Könnt ihr natürlich auch je nach eurem Fußbett ein bisschen anpassen. Ne? Manche brauchen ja aufgrund von Gewicht oder von Fußverformung vielleicht ein anderes Fußbett, eine andere Einlegesohle und dann kann man die sich natürlich genau hinmachen, aber die Originale passt vernünftig. Ich bin rundherum zufrieden mit dem Schuh. Es gibt in der Preisklasse von 150 im Moment keine Schuhe, die ich, glaube ich, besser finde. Eher im Gegenteil. Also das hier ist schon eine kleine Kampfansage, was man für 150 Euro bekommt. Denn zum Beispiel bei Meindl und namhaften anderen Vertretern bekommt man für 150 Euro meiner Meinung nach deutlich weniger. Im gesamten Markt, im Überblick, hatten zum Beispiel sonst immer der Flachschuh von mir, der hat schon mindestens so viel gekostet und der war dann nach 2-3 Jahren, war dann hinten der Kleber kaputt und die Sohle abgerieben. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein innerhalb von 2 Jahren. Und man hat noch einen höheren, einen festeren Schuh. Das heißt, die 150 Euro sind sozusagen für den Markt eine Preisansage. Alles klar, ich hoffe, das kleine Video hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.